Kickschritte, spitze Tipps und einmal klatschen. Dazu noch ein wenig Country- und Rockmusik und schon hat man alles, was man für einen Line-Dance braucht. Dazu vielleicht noch einen Cowboy-Hut oder passende Stiefel. Und spätestens dann ist man bestens ausgerüstet für das 11. Kickin' Country der Tanzschule Traumtänzer. Es ist super Stimmung, ganz tolle Musik, tolle Leute, nette Leute, eine tolle Choreografin mit super schönen Workshops, die Spaß machen. Was kann es also Besseres geben? Und auch von den warmen Außentemperaturen lässt man sich am Standort Mariendorf nicht beeindrucken. Alle freuen sich auf die anstehenden Workshops mit Neos Juberas. Einige Teilnehmer sind sogar extra aus Hamburg dafür angereist. Also zum einen sind meine Freunde hier, wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen können. Und zum anderen bin ich ein Fan von Neos. Ist natürlich toll, wenn sie herkommt nach Deutschland und ich kann sie hier treffen. Ihre tänzerische Reise begann Neos Juberas vor über 20 Jahren im Country Saloon in Barcelona. Heute bringt die Spanierin nicht nur 3 Choreografien mit, sondern auch viel Temperament, Charme und Witz. Ihre Choreografie schnell und ausgeklügelt. Da ist es auch überhaupt kein Problem, dass sie in ihrer Muttersprache Spanisch unterrichtet. Mit ihrer Energie nimmt sie alle mit. Zum Anfang waren wir alle ein bisschen verhalten, ich selbst auch. Ich brauche mal eine Weile, um warm zu werden, einige auch. Aber jetzt können wir so richtig ausgelassen mitmachen, wenn sie uns so anfeuert. Und so kann man das Gelernte gleich auf der anschließenden Line-Dance-Party anwenden. Und wenn ihr jetzt auch Lust auf Line-Dance bekommen habt, dann kommt gerne bei den Tanzschulen Traumtänzer vorbei. Auf der Internetseite findet ihr alle wichtigen Infos zu Anfängerkursen. Also einfach ausprobieren und mitmachen. Und vielleicht seid ihr dann beim 12. Kickin' Country im nächsten Jahr dabei.